Ein gewöhnlicher Tag beginnt. In einem Schülerheim von Dresden. Für Jungen, wie es viele andere gibt. Wie viele andere? Das stimmt und doch auch wieder nicht. Es sind Kruzianer, die sich hier den letzten Schlaf aus den Augen waschen. Jungen aus jenem Sängerknabeninstitut, das ebenso alt ist wie die Stadt Dresden. Ja, vielleicht noch älter. Und aus dem sich der heutige Kreuzchor entwickelt hat. Das älteste Gotteshaus innerhalb der Stadtbefestigung, eine Vorgängerin der heutigen Kreuzkirche, besaß ein merklich schön Partikel vom Heiligen Kreuz. Anziehungspunkt für Wallfahrer von nah und fern. Chorknaben wurden von Anfang an gebraucht. Wir sehen sie im Geiste als Ministranten beim Gottesdienst, in den Prozessionen und bei Leichenzügen. Wir sehen sie bei Sonnenuntergang das tägliche Salve Regina singen und nachts mit schwankender Laterne durch winklige Gassen dem Priester folgen, der zu einem Kranken eilt. Die gleich neben der Kirche gelegene Kreuzschule war die erste und lange Zeit die einzige Schule Dresdens. Bis ins späte Mittelalter war sie auf Spenden von Geld, Kleidung und Naturalien angewiesen. So stiftete Botho von Karlowitz sechsmal im Jahr eine Tonne Heringe und 24 Schock Semmeln. Mit Einführung der Reformation wurden die armen Knaben itzemals fast alle von Schulgeld befreit. Heinrich der Fromme empfahl dem Magistrat, sich der Schule anzunehmen. Auch die heutige Kreuzschule hat Grund, der Stadt dankbar zu sein. Ohne ihre finanzielle Hilfe ginge es nicht. Bio-Unterricht in einer sechsten Klasse. Kreuzchor und Kreuzschule bilden immer noch eine Einheit, obwohl jetzt viel mehr Schüler zu ihr gehören als die Kruzianer. Die Kreuzchorklassen haben das gleiche Schulpensum wie alle. Dazu jeden Nachmittag Chorproben. Noch jeweils auf jeder Seite drei Beine. Ich denke, die sind fürs Schwimmen geeignet. Genau. Da dein Fuß gehen kann. Wir werden auch Wege finden, Johannes alleine. Fleiß und manchen Verzicht setzt ein solches Chorschülerleben voraus. Schon als Siebenjährige müssen sich die Anwärter bewerben. Wer die Klippen der ersten strengen Auslese überwindet, bereitet sich zwei Jahre auf den Kreuzchor vor. Ende des dritten Schuljahres kommt ein schwerer Brocken, die musikalische Hauptprüfung. Darauf ein Probejahr. Nur die Besten der Zehnjährigen bleiben endgültig im Chor. Die Aufgaben des Kreuzchors veränderten sich im Laufe der Zeit. Auch das Kurrendesingen gehörte dazu. Lateinisch curere heißt so viel wie laufen, aber auch zusammenkratzen, also betteln. Über 100 Jahre sangen Kruzianer bei Opernaufführungen im Hoftheater von Dresden und im Theater am Linkischen Bade im Chor mit. Eine willkommene zusätzliche Einnahmequelle. Probe zu Bachs Matthäus Passion mit Kantor Ulrich Schiecher, amtierender Kreuzchorleiter. Die Bindung an den Gottesdienst, die Pflege der Musica Sacra und vor allem des Erbes von Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach sind zur Tradition geworden. Nochmal jetzt.
Bachs Kompositionen galten lange als veraltet. Die Bach-Renaissance in Dresden begann 1833 mit der Matthäus-Passion. Seitdem ist es mehr und mehr üblich geworden, dass dieses große Werk vor Ostern zweimal in der Kreuzkirche aufgeführt wird. Eckhard Stier, Abiturient, hat besondere Aufgaben. Als erster Chorpräfekt ist er für die musikalische Arbeit im Kreuzchor zuständig und assistiert dem Leiter. Er will Kapellmeister werden. Was meint er? Lohnt es sich, die jahrelangen Anstrengungen im Kreuzchor auf sich zu nehmen? Muss man sich jetzt wahrscheinlich alles nochmal überdenken, denn in den letzten Jahren in der DDR war es eigentlich so, dass diese Position geklärt war, weil wir viele Vergünstigungen hatten. Das fing bei der Schulbildung an, das ging bei Reisen weiter und es war halt alles besser. Und für uns, meine ich, wir waren privilegiert, darum kommt man nicht umhin. Und mittlerweile muss man sich es neu überdenken. Und Thomanerchor hat heute schon große Nachwuchsprobleme. In den Osteraufführungen der Matthäus-Passion gab es Unterbrechungen. In Jahren, in denen die Stadt und das Leben in ihr bedroht waren. Fünfmal wurde die Kreuzkirche zerstört. Durch Stadtbrände, durch Blitzschlag, durch Krieg. Fünfmal wurde sie wieder aufgebaut. Immer wieder an derselben Stelle, an der sie schon um 1200 stand. Am 14. Februar 1945, nach dem Dresdner Inferno, schien es auch mit dem Kreuzchor vorbei zu sein. Die Kreuzkirche war in Ruine, die Kreuzschule, Heimstatt des Chors seit 1866, in Schutt und Asche gesunken, 11 hoffnungsvolle Kruzianer waren umgekommen. Rudolf Mauersberger, Kreuzkantor seit 1930, erinnert sich. Ich war total ausgebombt und konnte zum ersten Mal in Dresden die Matthäus-Passion nicht bringen im Frühjahr 45. Da lebte ich bei meiner Mutter ein paar Wochen und da habe ich am Karfreitag mir einen Text aus den Klageliedern Jeremia gesucht, wie liegt die Stadt so wüst. Und die habe ich gerade an dem Karfreitag 45 komponiert. Die haben wir dann kurz darauf in den Ruinen der Kreuzkirche uraufgeführt. Zum Gedächtnis an alle Umgekommenen. Juli 1945 fand sich eine armselige Schar von Sängern in den Kellerräumen einer zerstörten Oberschule zusammen. Wie die Kruzianer Vorfahren sich im Mittelalter mit Straßensingen, Ziegeltragen, Heumachen und Eintreiben von Biersteuern ein paar Groschen verdienten, so fuhr man nun um Brot und Unterhalt auf die Dörfer mit mühsam abgeschriebenen Notenblättern. Was niemand zu hoffen wagte, gelang. Die Wiedergeburt des Kreuzchors. Ihr seid ja die Jüngsten im Chor. Da will ich mal sehen, ob ihr die Intervalle, die ihr für die Prüfung gelernt habt, noch könnt. Dieter, du fängst mal an. Große Sechste. Na, na. Das war richtig. Was hat er als ersten Ton unten gesungen? E. E. Und du hast als oberen Ton gesungen, das kannst du selbst sagen. Sis. Deshalb habe ich Lothar gefragt, dass er den unteren Ton singen soll. Weil er ein absolutes Gehör hat und hört das. Ja. Nun singst du mal die kleine Sechste, Titus. Ma,
Stimmt das? Nein. Damals wie heute, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Da bist du wieder mit dem Ton zurückgerutscht, ja, statt vorne zu bleiben. Bis dahin war es schön, der Allertreuesten nochmal wiederholen. Ja, Wolken, Luft und Winde. Besser die T's absprechen. Nochmal, ja. Um 1950 hatte der Kreuzchor einen unnachahmlichen Knabenalt, Peter Schreier. Überwiegen die schönen Erinnerungen, oder? Ja, das ist richtig. Ich meine, wenn ich mich heute so zurückerinnere, erinnere ich mich natürlich am liebsten an die positiven und schönen Seiten, die ich im Kreuzchor erfuhr. Aber manchmal kommt auch so ein gewisser Albtraum in mir auf, nämlich die Dinge, die mir doch relativ schwer fielen, nämlich das einander verquicken zwischen Chor und Schule. Und ich meine, in meiner Zeit spielte Gott sei Dank der Chor fast eine größere Rolle als die Schule. Und das kam mir natürlich auch zugute, weil ich in der Musik blieb. Viele, die in andere Berufe gingen, die haben bestimmt eine straffere Schulordnung vermisst. Aber dann denke ich manchmal, oder träume heute noch manchmal vom gerade so bestandenen Abitur oder an Dinge, die ich nicht gern gemacht habe. Und die gehörten natürlich auch dazu. Aber das Positive überwiegt. Das Positive überwiegt. Vielleicht gehört dazu später auch die Erinnerung an diese Geburtstagsfeier. Ein Ständchen für Tobias aus Zeuthen, der 12 Jahre alt wird. Seit 3 Jahren wohnen diese Jungen im Alumnat. So heißt hier das Internat. Ihre Eltern sind Pastoren, Kindergartenleiterin, Arzt, Gemeindehelfer, Versicherungsberater, Buchhalter. 4 sind arbeitslos. Was ist für Sie das Schönste am Kruzianer-Dasein? Das Schönste ist eigentlich die Reisen. Man freut sich eigentlich auf die Reisen auf. Zum Beispiel auf England hat sich jeder gefreut. Oder auf Amerika ist etwas Besonderes. Also, ich finde in erster Linie auch das Singen mit und die größeren Werke von Bach und so, da freut man sich immer wieder drauf. In der knappen Freizeit drängt alles hinaus an die frische Luft. Fußball ist besonders beliebt. Das kleine Schwimmbecken der Kreuzschule. Ein anderer willkommener Ausgleich für langes Stillsitzen. Eine Sauna ist gleich nebenan. Auch den Instrumentalunterricht erhält jeder Kruzianer in seiner schmal bemessenen Freizeit. Langsamer gehalten, das ist wichtiger. Du? Weil wahrscheinlich. Aber bedenke bitte das Publikum. Ne? Du kannst nicht die ganze Strecke bloß in diesem langsamen Tempo machen. Dafür spiele ich ja vorher am Stand. Ne? Oh, my God.
was ist das für ein Ding hier? Stehgrischen, war wohl gar nicht so sehr schön da, ja? Du musst nur wieder schön zurückgehen. Am besten wir machen es insgesamt, man kann machen ganz vorne an. Und wenn der Lärmwechsel nicht kommt, dann kümmern wir uns dann später nochmal drum. Unterricht, Proben, Konzerte. Wie schafft man es, alle diese Hürden zu nehmen? Am Anfang, wenn man dann in der vierten Klasse ist, die ersten zwei Monate, da ist es schon ganz schön kompliziert. Auch das alles, weil man ja früher ganz viel mehr Freizeit gehabt hat und jetzt haben wir nicht so anderthalb Stunden am Tag. Und für die, die aus, von Auswärts kommen, ist es sicher noch komplizierter? Ja, vor allem die haben am ersten Monat viel Heimweh gehabt und die kommen ja nur am Wochenende und wenn sie sehr weit weg kommen, kommen sie nur entweder in Ferien oder es gibt auch Heimfahrtswochenende, wo wir keine Festung haben, Gottesdienst haben. Ein und voll Jahr vielleicht. Nach Rudolf Mauersbergers Tod wurde Martin Flämig Kreuzkantor. Nun, nach 20 Jahren, ist er zurückgetreten. Die Wahl eines neuen Kreuzkantors steht bevor. Was für Erwartungen verbinden sich damit? Ja, wie soll er aussehen, der neue Kreuzkantor? Er sollte für meine Begriffe ein Mann sein, der so etwa 40 bis 45 Jahre alt ist, damit er auch noch eine geraume Zeit vor sich hat. Er sollte darüber hinaus ein sehr, sehr guter Musiker und ein noch besserer Pädagoge sein. Er sollte Verständnis für Jugendliche und Kinder haben. Naja, und er soll auch sonst ein netter Kerl sein. Seit 1946 singen die Kruzianer jedes Jahr wieder die Matthäus-Passion. Auch an diesem Gründonnerstag 1991 erklingt sie.